Ein Thoraxchirurg kümmert sich um die Erkrankungen ganz im Allgemeinen des Brustraums. Dies können Erkrankungen sein, die entweder von der Lunge ausgehen oder vom Brustfell oder auch unter anderem auch mal von Organen, die im Mittelfell des Brustraums liegen. Insbesondere sind das hier natürlich zu nennen, wir kümmern uns um die Belange des Lungenkarzinoms und behandeln dies, als auch eben Erkrankung beispielsweise der Auskleidung des Thoraxraums, der sogenannten Pleura. Hier kann es zum Beispiel zu rezivierenden Ergussformationen kommen oder eben auch mal zur Entzündung. Auch dieses ist ein breites Feld, um das sich der Thoraxchirurg kümmert. Die thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms ist eine interdisziplinäre Behandlung, sprich, da sind verschiedene Experten, die zusammen diese Erkrankung behandeln, insbesondere hier der Lungenfacharzt, mit dem man eng zusammenarbeitet, weil man vor einer möglichen Operation mehrere Sachen bei dem Patienten eben untersuchen muss, insbesondere ob der Operation eben für eine derartige, teilweise große Operation sich eben eignet, ob diese Operation auch onkologisch, sprich, eigentlich noch gerechtfertigt ist oder ob wir einen Zustand der Erkrankung erreicht haben, die beispielsweise nur noch mit Medikamenten therapiert werden kann. Und wenn wir im Zusammenschluss der Meinung sind, ja, dieser Patient eignet sich für eine Lungenresektion, für eine Entfernung des Tumors, dann versucht man heutzutage in der modernen Thoraxchirurgie das auch vorzugsweise mit der Schlüssellochtechnik zu machen, das spricht minimalinvasiv, so wie man es schon viele Jahre auch in der Bauchchirurgie kennt, das heißt mit kleinen Schnitten und mit einer Kamera wird dann eben versucht, ohne möglichst großes Gewebetrauma den Tumor zu entfernen. Wenn der Patient erfolgreich seine Lungenoperation überstanden hat und ein paar Tage auf der Intensivstation engmaschig überwacht worden ist, geht er in aller Regel 5 bis 7 Tage nach der Operation in eine Rehabilitationseinrichtung, wo er quasi für den Alltag wieder fit gemacht wird. Insbesondere wird hier natürlich auch, falls noch nicht geschehen, auf eine Rauchentwöhnung Wert gelegt, weil das natürlich ein Risikofaktor ist, auch für die Entwicklung eines neuen Karzinoms. Und ganz wichtig eben auch ist, dass der Patient in den Alltag wieder eingegliedert werden kann. Und dafür ist so eine Reha-Maßnahme von großer Bedeutung.